Hallo, heute möchte ich euch die Blümchen Olive und Bambus vorstellen. Das ist eine One-Size-Windel, das bedeutet, dass man die Größe an der Vorderseite mit Druckknöpfen einstellt. Ich stelle hier Größe Small ein, die kleinste Größe. Innen ist die Windel mit einem weichen Bambus-Frottee-Futter ausgestattet und hat einen doppelten Auslaufschutz. Das bedeutet, dass man hier einen elastischen Auslaufschutz hat und hier am Beinabschluss noch einmal einen elastischen Abschluss. Hinten hat die Windel eine Taschenfunktion, das bedeutet, dass man zusätzliche Saugeinlagen in die Tasche stecken kann. Die zusätzlichen Saugeinlagen sind nicht dabei. Eingearbeitet ist ein Saugkern, der der Windel eine gute Saugkraft gibt. Ich zeige jetzt, wie man mit dieser Windel wickelt. Man legt das Baby auf die Windel, zieht den Vorderlatz zwischen den Beinchen hoch, legt es flach an den Bauch, zieht den Seitenteil hoch und schließt die Windel mit den Druckknöpfen. Auf der anderen Seite genauso, Seitenteil hochziehen und mit den Druckknöpfen schließen. Jetzt muss man noch den Futterstoff unter den wasserdichten Stoff hineingeben. Das ist bei dieser Windel absolut notwendig, da die Beinabschlüsse nicht abgesteppt sind. Das wäre bei dem Bambus-Frottee nicht möglich, ohne dass Feuchtigkeit hochzieht.